Ich sag mal, so viel Weg ist ja hier nicht, den wir lang gehen können. Also da unten. Das Moment, sieht ich gut aus. nehme nochmal das Tulikum und das, da ist aber kein Speicherpunkt, oder? Das ist aus, das sieht aus wie ein Heftchen, was man aufnehmen kann. Könnte das ein Death Note sein? 20. 30. August. August. Er ist vorbeigekommen. Ich habe ihm das Paket übergeben, das die Frau hier zurückgelassen hat. 12. September. Er ist auch bei Norman aufgetaucht. Ich möchte mit seinesgleichen nichts mehr zu tun haben, aber mir wird jetzt noch mehr aufgelauert als zuvor. Habe daran gedacht, die Stadt zu verlassen. Fürchte mich aber vor dem, was passieren wird, wenn ich es tue. Aha. Und dafür, da unten brauchen wir bestimmt den Schlüssel. Ja klar, denke schon. Aha, vielleicht, du müssen, kannst vielleicht ist das auch so eine Geschichte. Ist abgeschlossen. Ich kann dir mal den Schlüssel angucken. An. Mal. Dann sieh doch nur die drei. Hm. Dann können wir das da anscheinend nicht verwenden. Interessant trotzdem. Mal gucken, wo man den Schlüssel sonst so verwenden könnte. Muss ja hier irgendwas geben. Ich glaube, den kann man nur da verwenden. Ah, da hat er gesagt, ist nicht. Ja, vielleicht gab es was anderes. Aber du siehst ja hier nirgends so eine andere Möglichkeit. Also gehe ich mal davon aus, dass es bloß da geht, aber uns was fehlt. Das ist bestimmt nicht der richtige Schlüssel. Ja. Ich wette, der Schlüssel mit der 3, den muss man irgendwo erst anders reintun. Das ist bestimmt eine Apartmentnummer oder sowas. Gab's denn hier Apartments? Wir können mal da unten reingucken. Und da oben natürlich auch nochmal. McBurger und in diesem komischen anderen Store halt. Ja. Es ist halt schade, dass wir die Flüssigkeit nicht mehr bekommen haben von... Kollege, ich hab was verschüttet. Okay, wo wollen wir zuerst hin? Zum McBurger oder zum anderen? Ich würde das nach da unten, weil es kürzer ist. Okay. Und da sind wir schon beim McBurger. Okay, dann bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Passiert mir auch. Ich sag doch gar nicht. Frage ist natürlich, ob wir da reinkommen. Ich glaube nicht. Ich würde ruhig nochmal gucken. Aber im Moment sind halt die Gegner da. Wir können die im Prinzip auch erledigen. Könnten wir, aber... Naja. Okay, die Straße runter. Ist ja bloß da vorne rechts. Lang und dann sind wir da. Da ist es. Ich nehme einfach mal den Schlüssel. Und ein Tunikum. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Da ist ein Tastenfeld an der Seite. Und ich benutze auch mal die Pistole. Dann wäre besser für die Leute. Ja. Jetzt nochmal schnell drehen. Aber man kann ja nichts in Ruhe untersuchen, wenn die Viecher da sind. Ja. Oh, da kommt der nächste. Gut, dass der ein bisschen, naja, nicht so wirklich einen Plan hat, was er machen will. Ich lade die mal nach, die Waffen. Das könnte vielleicht mal wichtig werden. Vielleicht. Oh. Ja. Klappt halt nicht alles beim ersten Mal. Ich sag ja auch gar nichts. Ich mag die Gegner nicht. Ich mag gar keinen Gegner aus dem Spiel. Die sind vielleicht alle sehr gut designt, aber... Deswegen kämpfe ich nicht so gerne gegen die. Ja. Gibt's noch einen Tritt? So, wie gesagt, da ist ein Tastenfeld. Und irgendwo ist auch noch ein Gegner. Gib mal 0473. 0473. Ist wahrscheinlich das Falsche. Ich kann nochmal eine 3 eingeben. Ja. Dann müssen wir erstmal das Richtige finden. Vielleicht gibt es das ja im McBurger. Oder hier anders so. Oh. Wo bist du denn jetzt? Ich bin da auf den Hinterhof gelaufen. Office, irgendetwas. Mecken ist abgeschlossen. Na, wir haben ja einen Schlüssel. Ja, der würde den doch eigentlich automatisch benutzen. Eigentlich schon, aber.
Man kann es immer mal probieren. Ist richtig. Ah! Schon besser, ja. Da ist die 2? Hier hinten müsste die 3 sein, oder? Das ist bestimmt die 1. Oder die 1? Ja, es sieht so komisch aus. Das sieht man nicht von hier aus, das ist richtig. Ja. Da ist die 3, da müssen wir rein. Da gibt es bestimmt ja, die Kombination für den für das Schloss oder auch vielleicht den Schlüssel. Ja. Da liegt auf jeden Fall was. Tonikum und sonst nichts. Guck mal, wir haben ja das Zimmer noch nicht richtig untersucht. Machen wir das drin? Naja. Der alte Spanner guckt natürlich erstmal in der Dusche. Also nicht du, sondern Harry. Ja, ich soll ja alles angucken. Ah, ja, da liegt was. Ist eine Schatulle oder so. Eine Schatulle oder Munition. Hm, aber ich komme nicht hin. Kannst du die Kamera drehen? Das ist ein Wecker. Bloß ein Wecker, ja. Schade. Ah, hier muss doch noch mehr sein. Ah. Habe ich jetzt einfach mal so versucht, aber naja. Schlaue Geschichte auf jeden Fall. Ich hätte eigentlich echt nicht dran gedacht, so klein durchzufassen. Alter, was brauchen wir denn jetzt noch? Wir haben keinen Magneten oder so. Nee, das wird nichts bringen. Ich gehe mal wieder auf den hier. Hm. Wir haben dafür nichts. Vielleicht die Axt? Zum Aufhacken? Hm. Kann sein. Will er nicht. Doch, jetzt, ne? Ja, ich das Glück, das wäre so. So klein, kann ich ihn durchhaken. Ja. Man muss doch noch irgendwas damit machen können. Ja, wir brauchen irgendeinen Gegenstand. Den haben wir nicht. Das heißt, wir müssen den erstmal suchen. Der ist doch hoffentlich irgendwo bestimmt im Innenhof. Hoffe ich jetzt auch mal. Oh, falsch das denn. Vielleicht ist ja ein Apartment offen. Ja, genau. Wir gucken halt alles, was offen ist und dann mal gucken. Das kann es ja jetzt nicht gewesen sein, ne? Nee, das wäre gemein. Kommt schon. Kann man vielleicht das mit dem Auto irgendwas machen? Nö, das wäre komisch, wenn sowas gehen würde. Die Garagentür vielleicht? Ja, ich bin schon so weit. Bin kurz rein. Wir sehen uns später. Die Garagentür habe ich eben auch schon versucht. Sicher, die Garagentür? Die war auf der anderen Seite. Ja klar, ich hab A gedrückt. Und es ist nichts passiert, weil... Echt? Das ist bloß eine Textur. Wenn nicht. Hm. Nee, da ist nichts. Wir können jetzt nochmal reingucken, aber... Nö, ich glaube nicht. Also, der Riss ist zu klein, um auch hineinzugreifen. Wir haben auch nichts. Ist da noch eine Tür? Das ist die Tür, die, naja, hier hinführt. Ah, okay. Hm, schon komisch, mit dem Regal. Guck mal das Poster an, geht das? Ja, aber da ist nichts. Also ich kann es nicht angucken, sag es mal. Hm. Da ist nichts, also wir brauchen irgendwoher einen Gegenstand. Ah, wo kriegen wir den her? Können natürlich auch nochmal alles versuchen, was wir haben. Aber eigentlich geht er ja bloß gucken. Mal ganz abgesehen davon, dass wir auch noch keine Nummer für die Schalttafel da vorne haben. Ich wette, wir müssen uns erst irgendwie die Schalttafelnummer besorgen. Hm. Hm. Wollen wir mal zu McBurger gucken? Ja. Vielleicht gibt es ja da eine Nummer für die Schalltafel. Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Hm. Vielleicht ein Tonikum nehmen? Wie viel hatten wir noch? Wir haben ja eben erst eins gefunden. Achso, tja, dann nehmen wir das. Aber wir haben auch kein Medikit mehr, oder? Nee. Das ist schlecht. Ich gehe jetzt auch mal rechts lang erstmal. Vielleicht ist da noch was. Abgesehen von ihm hier.
Ey, ich bin schneller. Natürlich, aber man kann ja auf der anderen Seite wieder runter. Ich bin wieder im Rennen. Da war auch noch eine Tür, die ja, ich glaube mal gezielt ansteuern. Kann ich hinter dem... Nein! Ich versuche einfach zu rennen. Ja, das bringt echt nichts da, gegen die zu kämpfen. Jetzt bin ich mit dem Hammer. Okay, wo jetzt den McBurger oder was? Das ist der Park. Was denn? Ich überlege. Da kann man? Das ist Annies. Oder Annies, irgendwie sowas. Ist das ein Burgerladen? Das ist ein anderes Häuschen, aber da gibt es auch anscheinend eine Tür. Die bloß Grafik ist. Das hier wird sicherlich auch nichts anderes sein. Was sind wir denn jetzt überhaupt? Wir sind ganz oben. Okay, McBurger ist irgendwo rechts. Ja, also da hätte ich jetzt auch noch hingefunden, aber... Oh ja. Das Ding scheint echt bloß Grafik zu sein. Du bist überhaupt ausgewichen. Ja, ja. War geplant. Alles klar. Ach ja, hier ging es ja auch nicht weiter. Da oben ist ja auch schon der McBurger. So, irgendwo muss eine Tür sein. Ich glaube, den hatte keiner außer Biber, aber naja, das ist halt so eine automatische. Die geht halt nicht auf. Einfach mal suchen. Das Teil wird ja wohl nicht umsonst auf der Karte markiert sein. Ich würde mal sagen, doch, es ist umsonst auf der Karte markiert. Okay. Wo kommen wir hin? Tja, gute Frage. Was ist das? Das ist ja hier da, wo wir den Dingens eingeben mussten. Den Code. Ja. Na gut, dass Harry nicht aus der Füße kommt, also. Ja, das wäre jetzt schon lange unser Todesurteil gewesen. Ich werde jetzt nochmal auf den Hof gehen, damit ich die da abschüttle, die Leute hinter mir. Ja, da sind doch wieder neue Viecher. Auf dem Hof waren doch keine. Ja, auf dem Hof nicht, aber überhaupt da in der Nähe. Deswegen sage ich ja auf den Hof und dann wieder zurück. Und wo lang jetzt? Wir sollten nochmal die Tür untersuchen. Den kriegen wir schneller. Können wir uns in Ruhe mal das Ding angucken. Abgeschlossen. Tja. Gib mal die Kombination rückwärts ein. Das war 7340. Was mit einer Telefonnummer? Wir haben hier so ein Zeichen. Warte, nee, warte mal. 7430 war ja, glaube ich. Was? 0347? 0? Das war 0437. 0437. Du hast, glaube ich, eben gerade. Oder was? Wirklich 0437? Ja, war es. Ja. 0473 war es. 0473, ja, gut. 3740, also gut. 3740. Genau, ein Steinchen davor. Ach so, da wäre ja das Steinchen. 3, 7, 4, 9. Oder eben Sternchen 0, 4, 7, 3. Na gut, brauchen wir gar nicht weiter versuchen. Haben wir noch andere Kombinationen irgendwie? Eigentlich nicht, deswegen. Man kann es ja mal versuchen. Ja, habe ich auch so ein bisschen überlegt.
Was können wir machen, ist die Frage.